boy like you, like you. What do I do with you? What do I do with a boy like you? So, meine Lieben, willkommen zurück zum dritten Teil von Swedemores Campusleben, Episode 14. Und ja, wir sollten uns, glaube ich, jetzt mit... Nee. Die Vorlesungen gefallen mir im Moment. Ich finde alle Themen interessant und unsere Werkanalysen sind genauer als in den vorangegangenen Jahren. Aber ich kann es trotzdem kaum erwarten, dass die Ferien endlich anfangen. Dann muss ich weniger lernen und kann mich besser auf meine Abschlussarbeit konzentrieren. Bald ist es endlich soweit. Wo ist eigentlich das Tanzen, wenn man das mal braucht? Kaum hatte ich geklingelt, da machte Rosalie mir auch schon auf. Man hätte meinen können, sie habe direkt hinter der Tür gewartet. Hallo. Hallo, wie geht's? Ich bin froh, dich zu sehen. Rosa und ich setzten uns aufs Sofa. Kurze Zeit später brachte sie aus der Küche Tee und verschiedene Gebäcke. Hast du dir das mit den Lernabend heute vielleicht nochmal überlegt? Nein, ich glaube, ich bleibe lieber zu Hause. Du fühlst dich noch nicht dazu bereit, die anderen wiederzusehen, ist es das? Aber beim letzten Mal hat es dir doch gefallen, es würde dir sicher gut tun. Ja, ich möchte es erst mal langsam angehen lassen. Es ist erst mal schon ungewohnt genug, wieder zu meinen Vorlesungen zu gehen. Irgendwie habe ich immer noch das Gefühl, eigentlich nicht wirklich dort zu sein. Es ist ein bisschen so, als würde da ein anderes Mädchen an meiner Stelle im Hörsaal sitzen. Gleichzeitig habe ich den Eindruck, die Kurse sind im Moment ziemlich nützlich für mich. Wie meinst du das? Man sagt Psychologiestunden doch oft nach, sie hätten das Fach nur gewählt, um ihre eigenen Probleme lösen zu können. Ich beobachte mich im Moment ziemlich viel selbst. Wenn wir in der Vorlesung darüber sprechen, wie das menschliche Hirn funktioniert, analysiere ich unbewusst immer mich selbst. Und tut dir das gut? Überraschenderweise ja. Das ermöglicht es mir, Abstand zu all dem zu gewinnen. Das ist die Hauptsache. Rosa nickte. Wir unterhielten uns noch ein bisschen über ihre aktuellen Gefühlslage und vor allem darüber, wie sie sich in der Uni fühlte. Und bei dir? Wir reden immer nur von mir. Was gibt es bei dir Neues? Oh, nichts. Nach dem, was Rosa erlebt hatte, erschien mir das, was in meinem Leben passierte, ziemlich belanglos. Du verschweigst mir doch etwas. Nein, da ist nichts Besonderes. Erzähl du mir mal lieber, wie geht es Lay? Weißt du, ich möchte nicht, dass du dich schlecht fühlst, von dir zu reden, nur weil ich so etwas erlebt habe. Im Gegenteil, es tut mir gut, mich auch mal etwas auf etwas anderes zu konzentrieren. Und ich dachte gerade, dass ich dich lieber nicht mit so belanglosem Zeug behelligen möchte. Du kannst wirklich Gedanken lesen. Das ist für deinen späteren Beruf ziemlich nützlich. Haha, das hoffe ich. Ja, also... Ich meine, mich zu erinnern, dass du etwas von Fanny erzählt hattest. Ist das immer noch aktuell? Ja, das kann man so sagen. Wirklich? Ja, wenn ich mit ihm zusammen bin, ich vergesse dann alles um mich herum. Es ist noch ganz ruhig, aber es ist wunderschön. Na, du wirkst ja ziemlich begeistert. Dann scheint ja alles gut zu sein. Ich freue mich sehr für dich. Ja, es ist super. Aber da ist doch irgendwas, das dich beschäftigt. Wenn ich ihr alles erzähle, fühlt sich das sicher nur an ihren Zweifeln bestätigt. Schließlich hat sie mir von Anfang an geraten, mich von Nate fernzuhalten. Ach, das ist kompliziert. Wie immer mit Nathaniel. Ich fürchte, wenn ich dir davon erzähle, wird das Bild, das du von ihm hast, nicht gerade verbessern. Du machst mir Angst. Ich seufzte laut. Ich weiß nicht, ob es eine gute ist... Ich weiß nicht, ob das eine gute Idee ist, über dieses Thema zu sprechen.
Außerdem hat er sich mir nur anvertraut, weil er glaubte, ich würde all das für mich behalten. Hat sich dir anvertraut? Ich verstehe, wenn du nicht darüber reden möchtest. Ich werde dich nicht dazu zwingen. Aber wenn du eines Tages doch der Meinung eines Außenstehenden brauchen solltest, bin ich für dich da. Ja, danke, Rosa. Ich weiß noch, früher hat man immer alles Rosa erzählt, heute erzählt man alles Chani. Ach ja. Da ist irgendwie auch so ein bisschen die Bindung weg, ne? Das merkt man voll. Aber abgesehen davon, du hast mir noch nicht erzählt, wie ihr euch näher gekommen seid. Ich bin neugierig. Haha, ja. Ich erzähl dir, wie sich alles in den letzten Wochen entwickelt hatte. Ich freue mich wirklich für dich. Sie fragte mich auch nach den anderen, die sie seit einer Weile nicht mehr gesehen hatte. Nachdem wir unseren Tee ausgetrunken und das gesamte Gebäck aufgegessen hatten, fiel uns plötzlich auf, wie spät es schon war und dass es Zeit für mich wurde, zum Campus zurückzukehren. Ich gähnte und fragte mich, ob es wirklich eine gute Idee war, den Lernabend ausgerechnet heute veranstaltet zu haben. Schon am Tag zuvor war es wegen der Sache mit Amber spät geworden. Amber, ich frage mich, ob sie den Tag wohl im Bett in Fenjits Wohnung verbracht hatte. Sag mal, du warst doch dabei, als ich Amber zum ersten Mal wiedergesehen habe und ihr habt euch damals mit Küsschen begrüßt. Seid ihr befreundet? Kennst du sie gut? Warum fragst du das alles? Aber nein, ich sehe sie nur selten. Als sie gerade mit den Modeln begann, waren wir eine Zeit lang etwas besser befreundet. Upsala. Ich habe ihr damals spezielle Outfits für ihre Casting genäht. Aber warum interessiert dich das? Nein, ich... Ich war gestern Abend mit etwas... Mit ihr trinken, du blöde Maus. Sorry. Ach, wirklich? Ja, und ich weiß nicht, ob ich mit dir darüber reden sollte, aber... Du hast heute aber wirklich viele Geheimnisse von mir. Aber ich denke, es ist wirklich ernst und wir sollten versuchen, ihr zu helfen. Was ist denn los? Wusstest du, dass sie magersüchtig ist? Oh, das... Dann wusstest du davon? Leider, mehr oder weniger. Sagen wir so, in letzter Zeit, als wir uns doch öfters gesehen haben, ist mir aufgefallen, wie sie ihn allmählich immer weniger gegessen hat. Sie wollte der Modelnorm entsprechen. Die Agenturen selbst haben sie dazu aufgefordert, abzunehmen. Aber die Bezeichnung magersüchtig scheint mir ein bisschen übertrieben. Ja, nur, dass sie wohl seit einiger Zeit den Maß verloren hat. Wie meinst du das? Ja, also gestern Abend ist sie in der Bar zusammengebrochen. Was? Sie ist mittlerweile so wenig, dass sie nicht genug Energie hat, um den Tag über durchzuhalten. Und offenbar passiert so etwas regelmäßig. Weiß ihre Familie davon? Nathaniel, ja. Er versucht ihr zu helfen, aber sie weigert sich an ihrem Verhalten etwas zu ändern. Ich wusste nicht, dass sie... Ich habe das Gefühl, er wusste mehr oder weniger davon, aber den meisten erschien es... bei ihrer Karriere normal. Ich verstehe, was du meinst. Ich habe das alles noch nie aus diesem Blickwinkel betrachtet. Wir unterhalten uns nur noch selten miteinander und ich dachte, sie achtet einfach nur genau darauf, was sie isst. Ich hätte nicht geglaubt, dass sie magersüchtig ist. Ich würde ihr gern helfen, aber ich... Du weißt schon, dass du nicht die ganze Welt retten kannst. Das gestern Abend war schlimm, Fanny wirkte völlig aufgelöst. Das Beste, was wir tun können, ist das, was du auch für mich getan hast. Wie meinst du das? Es bedeutet schon sehr viel, einfach da zu sein. Wir könnten versuchen, sie ein bisschen mehr in unseren Freundeskreis zu integrieren, ihr Lust machen, wieder mehr auszugehen, in Restaurants oder auch woanders hin. Vielleicht lenken solche kleinen Dinge sie von ihrer Besessenheit mit ihrem Gewicht ab. Ja, ich verstehe, was du meinst. Das ist eine gute Idee. Und es ist weniger hart, als sie mit der Realität zu konfrontieren, die sie ja doch nicht wahrhaben will, und sie zu zwingen, sich zu ändern. Was zu ändern, ja. Haben sie das D vergessen. Diesen Kampf wird sie nicht von einem auf den anderen Tag gewinnen. Sie wird jeden Tag ein bisschen kämpfen müssen, bis die Dinge allmählich wieder in Ordnung kommen. Das ist eine gute Idee, Rosa. Ich sehe, wie sehr dich das Ganze mitnimmt. Das war gestern Abend bestimmt nicht leicht. Nein, das stimmt. Ich sehe noch einmal auf die Uhr meines Handys. Ich muss jetzt los, die anderen warten. Danke für den Tee und die Plätzchen. Es war immer wieder sehr lecker. Danke, dass du vorbeigekommen bist.
Warte, bevor du gehst, wollte ich dich noch etwas fragen, ja? Also, Leo und ich fahren am Wochenende nochmal zu dem Haus am Strand. Ich muss unbedingt dorthin, aber aber bis jetzt hatte ich einfach noch nicht die Kraft dazu. Ich weiß nicht, wie ich es erklären soll, aber als Leo mit mir dem Kauf des Hauses überrascht. Was? Warte mal. Als Lay mir mit dem Kauf des Hauses überrascht hat, wusste ich schon, dass ich schwanger war. In meinem Kopf ist dieses Haus mit dem Baby verbunden. Ich hatte mir schon ausgemalt, wie wir zu dritt dort einziehen würden. Ich nahm Rosas Hand. Du kennst mich, ich hatte sogar schon Pläne für das Kinderzimmer geschmiedet. Jedenfalls fühle ich mich jetzt dazu bereit und ich habe sogar das Gefühl, ich muss es mir noch einmal ansehen. Um mich in den Gedanken zu gewöhnen, wie es dort zu zweit sein wird. Das ist gut, Rosa. Ich freue mich für dich. Möchtest du vielleicht mitkommen? Wollt ihr beide nicht lieber allein dorthin? Ehrlich gesagt möchte ich, dass dieser Ausflug so wenig zeremoniell wie möglich verläuft. Und ich hätte Lei und dich gern dabei. Dann könnten wir danach etwas trinken gehen und unterhalten, lachen. Ich will, dass wir einen schönen Tag verbringen. Ich wollte auch Alexi vorschlagen, mitzukommen, aber er hat am Wochenende leider keine Zeit. Und ich muss unbedingt so bald wie möglich dorthin. Ich will nicht länger warten. Vielleicht ist das albern, aber ich habe das Gefühl, dass das etwas ist, das mir helfen wird, für mich ein Kapitel abzuschließen. Wann genau wollt ihr denn hinfahren? Samstagnachmittag? Da habe ich Zeit. Danke, das bedeutet mir wirklich viel. Das mache ich gern, Rosa. Und außerdem ist das auch für mich eine Abwechslung am Wochenende. Und weil Alexi nicht da ist, du kannst Nathaniel ernähren, wenn du möchtest. Wirklich? Ja, so ein Pärchenausflug ist doch vielleicht eine gute Idee. Aber das ist doch ein besonderer Ausflug für dich. Wie gesagt, ich möchte, dass das Ganze keine so große Sache wird, wie es mir vielleicht gerade erscheint. Es soll alles ganz normal sein. Ich bin mir nicht sicher, ob er Zeit hat. Frag ihn einfach. Wir treffen uns dann Samstag um 14 Uhr vor Lays Geschäft. Wenn ihr zu zweit seid, umso besser. Weil wenn du allein kommst, freue ich mich genauso. Hauptsache, du kommst. Ich umarmte Rosalie zum Abschied. Ich hielt ihre Hand noch einmal einen Moment fest und verließ dann die Wohnung. Kino. Ich find's immer noch so lustig, dass man hier ins Kino kann. Muss man schon mal auf die Idee kommen, so, ne? Ja. Nochmal ein bisschen durchkreuzen alles. Man weiß ja nie, ob irgendwo das Tannchen mal auftaucht. Ich habe sie bestimmt schon verpasst. Aber ja. Als ich durch das Tor ging, sah ich auf die Uhr. Ich war spät dran. Sicher waren die anderen schon da. Ja, ich gehe noch mal überall, wie gesagt, hin. Lalalala. Lustig, abends ist immer dieses Krankending weg, aus kaputt, nicht erreichbar. Hey, ich hatte schon Angst, ihr hättet mich alle vergessen. Nein, aber warum bist du als Einzige hier? Du bist nach mir die Zweite, die da ist. Dann können wir die Zeit vielleicht nutzen, einen Tisch zu suchen, an dem wir alle Platz haben. Die anderen kommen sicher auch bald. Ja, wir setzten uns an den großen freien Tisch und holten unsere Sachen heraus. Geht es dir sonst gut? Ja, und dir? Mir auch. Hast du nochmal nachgedacht? Ich glaube wirklich, wir könnten eines deiner Werke für Professor Zaidis Projekt benutzen. Ich hoffe, ich bin jetzt überhaupt noch produktiv genug. Ich habe eben schon angefangen zu gehen. Das ist alles nur eine Frage des Willens. In dem Moment kam Alexi und Morgan in die Bibliothek. Hallo, entschuldigt die Verspätung. Kein Problem, wir sind auch eben erst gekommen. Cool. Wir stellten ein paar Tische so um, dass wir alle zusammensitzen konnten. Die meisten anderen Tische waren schon besetzt. Gut, dann kann es ja losgehen, oder? Ja. Wir setzten uns. Ich weiß nicht, ob das der Gruppeneffekt liegt, aber es gelingt mir wesentlich besser, mich zu konzentrieren, wenn auch alle anderen um mich herum lesen oder schreiben. Ich möchte sie nicht bei der Arbeit stören, also konzentrierte ich mich auf meine. Ah, ich wollte schon sagen, wo ist der denn? Hallo.
Ich dachte schon, die Arbeitsgruppe, bei der ich bis jetzt war, würde gar kein Ende mehr nehmen. Schön, dich zu sehen. Wir sind netter und ernsthafter als die eine Gruppe. Es war also eine gute Entscheidung, herzukommen. Ernsthafter? Da bin ich mir ja nicht so sicher. Hinter Jun tauchte nur noch Pia auf. Tut mir leid für die Verspätung. Wie ich sehe, seid ihr schon alle da. Oh, keine Sorge, wir waren auch alle zu spät. Wir arbeiten 2 gute Stunden lang sehr konzentriert. Mit der Zeit wurde die Atmosphäre immer entspannter. Wir gaben uns gegenseitig die Texte weiter, die wir bisher geschrieben hatten, um die Meinung eines Außenstehenden dazu zu hören. Ich komme allein nicht so gut voran wie beim gemeinsamen Lernen mit den anderen. Wir motivierten uns gegenseitig. Nach einer Weile schweiften unsere Gespräche ab. Und dann hat das Mädchen morgen von meinen Augen nach seine Nummer gefragt. Und du hast nichts gesagt, morgen? Ich habe ihr gesagt, dass ich mich immer darüber freue, neue Leute kennenzulernen und Freunde zu finden. Aber ich habe die Sache schnell klargestellt, indem ich ihr Alexi als meinen Freund vorgestellt habe. Oh nein, die Arme. Das war ihr sicher unangenehm, oder? Wir gehen nächste Woche zusammen einen Kaffee trinken. Es sieht also ganz so aus, als hätte ich eine neue Freundin gefunden. Wir mussten alle lachen und erzählten uns noch weiter solche Anekdoten. Und du, Chani, gibt es bei dir momentan niemand? Nein, im Moment nicht. Aber ich glaube, ich habe die Liebe meines Lebens schon getroffen. Das heißt, wir sind uns mal begegnet. Wie meinst du das? Letztes Jahr war ich beim Burning Man Festival in Nevada. Du Glückliche, das ist mein Traum. Ich habe dort einen Jungen kennengelernt. Ich weiß nicht mal, wie er heißt. Wir haben den ganzen Abend und die ganze Nacht getanzt. Wir sind zwischen einer Medusa-Statue und einem Regenbogen in neonfarbenen Staub herumgesprungen und haben getanzt. Er hatte die alberne Vorstellung, dass die Augenblicke vor dem ersten Kuss viel stärker sind als der Kuss selbst. Also haben wir uns nicht geküsst, sondern den ganzen Abend in der Vorfreude auf diesen möglichen Kuss verbracht. Das erinnert mich an eine Serie. Ja, er hat gesagt, dass diese Idee aus einer seiner Lieblingsserien stammt. Schließlich bin ich auf einer Strandliege neben ihm eingeschlafen und als ich morgens aufgewacht bin, war er verschwunden. Hast du versucht, ihn wiederzufinden? Das ist keine wirkliche Liebesgeschichte. Nein, so waren die Spielregeln. Aber ich habe noch nie so geliebt wie an diesem Abend. Das ist eine wunderbare Erinnerung. Aber du hättest ihn doch danach nochmal wiedersehen können. Vielleicht wärt ihr dann heute immer noch glücklich miteinander. Das ist doch sicher frustrierend, oder? Nein, so sehe ich das gar nicht. Alle Liebesgeschichten haben ein Ende und wir haben uns das so gewählt. Ich glaube, das ist eine der schönsten Liebesgeschichten, die ich je gehört habe. Romantiker. Das ist ja nur meine Meinung, aber man erspart sich damit so einiges. Dinge, die man unbedingt tun muss. Das erste Date, das zweite Date, die erste gemeinsame Nacht, die zweite Nacht, die Begegnung mit den Eltern, all das. Liebe hat viele unterschiedliche Formen. Man kann sich 3 Jahre lang lieben und sich dann hassen oder sich ewig und innig lieben oder aber man liebt sich nur eine einzige Nacht und verlässt sich dann für immer. Sie brach mitten im Satz ab und erfolgte ein langes Schweigen. Ich glaube, wir haben heute neue weiße Stimme der Gruppe gefunden. Pia, es ist an der Zeit, deinen Stab weiterzureichen. Okay, der war gut. Alle brachten ein Gelächter aus. Ich hatte nie das Gefühl, die Weise der Gruppe zu sein. Aber im Grunde waren wir uns darin alle einig. Das ist jedenfalls eine schöne Geschichte, Chani. Danke, dass du sie uns allen geteilt hast. Ich habe zu viel geredet. Nein. Und du, Lucy. Lucy, gibt es bei dir jemand? Tanja und ich sahen uns an. Tut mir leid, ich wollte keine indiskreten Fragen stellen. Nein, nein, nicht. Da ihr es sowieso früher oder später erfahren werdet, sage ich es euch lieber gleich. Ich verbringe im Moment ziemlich viel Zeit mit Nathaniel. Nee? Ja, ich weiß, was ihr jetzt sagen werdet und ich will nicht das. Pia legte beruhigend die Hand auf meinen Unterarm. Du brauchst dich nicht zu rechtfertigen, ja?
Das ist cool für euch. Vielleicht haben wir uns eines Tages ja die Gelegenheit, mal wieder mit ihm zu reden. Wir unterhielten uns noch eine Weile weiter, bis uns auffiel, wie spät es schon war. Wir räumten unsere Sachen zusammen. Hä, warum sind wir jetzt plötzlich hier? gut. Das ist gut, dass wir alle denselben Heimweg haben. Ja. Hä, warum sind die jetzt alle... Hä? Warum sind wir jetzt plötzlich alle hier? Habt ihr eine Macke? Habt ihr eine Macke? Hä? Warum waren die jetzt plötzlich so und machen den hier und dann machen wir den eh? Ja. So. Gute Nacht. Gute Nacht, ihr beiden. Bis bald, schlaf gut. Danke, du auch, Jun. Ich gehe mit Pia und Chani nach oben. Wir wünschen uns gegenseitig eine gute Nacht und gehen dann in unser Zimmer. Nachdem ich meine Sachen für den nächsten Tag gepackt hatte, ging ich ins Bett. Ich schlief schneller ein als in der Nacht zuvor. Als ich aufwachte, fiel mir ein, dass heute die letzte Unitag vor dem Wochenende war. Ich konnte es kaum erwarten, mit Rosa und Lay an den Strand zu fahren. Seit der letzten Strandparty hatte ich die Stadt nicht mehr verlassen. Ich beeilte mich, Nathaniel eine Nachricht zu schicken, um ihn vorzuschlagen, mit uns zu kommen. Hoffentlich sagte er ja, das wäre eine Gelegenheit, ein bisschen Zeit miteinander zu verbringen. Ich griff nach meinem Handy. Hat er etwa schon geantwortet? Das ist eine wirklich tolle Idee, aber leider wird es dieses Wochenende nicht klappen. Es tut mir leid, vielleicht können wir den Ausflug auf ein andermal verschieben. In 2 Wochen habe ich sicher wieder mehr Zeit. Pff. Ich hatte es so gehofft, ich war ein bisschen enttäuscht. Ich schicke ihm nur eine knappe Antwort, in der ich ihm bestätige, dass wir in 2 Wochen nochmal darüber reden würden. Dann werde ich ihn am Wochenende also wohl nicht sehen. Das alles fiel mir schwerer, als ich gedacht hatte. Ich zog mich an und traf dann Chani auf den Hof vor dem Wohnheim. Unbewusst hatte Rosalia mir den Ausflug eine Gelegenheit gegeben, mich nach den letzten anstrengenden Wochen einmal ein bisschen zu erholen. Im Laufe des Tages wurde ich immer ungeduldiger. Ich wünschte, ich wäre schon am Strand, würde die Möwen hören und die Seeluft einatmen. Außerdem hatte ich zum ersten Mal das Gefühl, Rosalia wirklich dabei helfen zu können, mit ihrer Angst fertig zu werden. Bisher waren es zwar so gut, wie ich konnte, für sie da gewesen und hatte ihr Ratschläge gegeben, aber ohne wirklich etwas von allem dem zu verstehen. Dieses Mal hatte sie mich selbst direkt darum gebeten, sie zu begleiten, und ich wollte das für sie tun. Ich war erleichtert, als der Tag vorbei war. Endlich konnte das Wochenende beginnen. Ich erledigte alles, was ich für die kommende Woche vorbereiten musste, um am nächsten Tag den Kopf vollkommen frei zu haben. Ili lag auf dem Bett und hörte Musik, während ich in meinem Kleiderschrank wühlte und nach einem passenden Outfit für meinen Strandausflug suchte. Mal sehen. Oh Gott. Dass dieses weiße, leichte Kleid mit Holzknöpfen, meine Sandalen und mit den Riemen würde sehr gut dazu passen, obwohl ich weiß nicht. Meine Jeans-Kombi und die gehäkelte Jacke sind genau das Richtige, obwohl ich weiß nicht. Ein langes Streifenkleid ist perfekt für den Strand, obwohl ich weiß nicht. Och, leckt mich doch immer dieses, obwohl ich weiß nicht. Ich glaube, das hier wird nicht so richtig. Ja. Ach so, das ist das andere Outfit. Ich glaube, das ist für, oh süß, mit Hütchen. ich glaube, das ist für Wayan, wenn ich mich richtig erinnere. Perfekt. Oh, das ist ja so cute. Aber ich muss die Frisur ändern. Ein Augenblick. So, Leute, ich konnte mich jetzt irgendwie nicht entscheiden und jetzt habe ich irgendwie den Hut unter der Perücke gemacht und das sieht jetzt irgendwie so wie so eine süße Stirnband. Dingens aus. Sah irgendwie beides süß aus. Entweder umgedreht, also die Mütze über den Haaren. Aber ich fand das jetzt so süß. Perfekt. Dann hätten wir eine Nachricht von Rosa. Wir sind schon in Lays Laden. Wir fahren mit seinem Auto. Bis gleich. Ich packte alles Nötige in meine Tasche und verließ dann eilig das Zimmer. Ich frag mich noch, wie viel ich eigentlich noch tippen muss. Ich kann meinen Kopf durchlüften und etwas Abstand gewinnen und an etwas anderes als Nate denken, denn im Moment hatte ich nur ihn im Kopf. Wie immer.
So, jetzt nehmen wir mal. Ja, ich weiß, ich mache das hier. Ah, jetzt bin ich. Nein, warte. Ach, diese Verwirrung. Nein, nein, nein. Kein Tantchen. Okay, ich habe sie wohl verpasst schon. Hallo, bist du bereit? Ja, es kann losgehen. Hey, gib den Verkäufern noch die letzten Anweisungen, dann können wir fahren. Wir stiegen alle drei in Leys Wagen. Während der Fahrt unterhielten wir uns über alles Mögliche. Doch je näher wir uns unserem Ziel kamen, desto schweigsamer wurde Rosa. Nach einer Weile nahm Lay ihre Hand und begann mit den Daumen sanft über ihre Haut zu streichen. Gleichzeitig unterhielten Lay und ich uns weiter, als ob nichts wäre. Ich hatte schon fast vergessen, wie schön es hier ist. Es ist tolles Wetter, da wird es sicher voll sein. Begeistert drehte ich mich zu Rosa und Lay um. Im selben Moment flüchtete sich Rosa schluchzend in Lays Arm. Rosa, ich. Sollen wir vielleicht lieber wieder fahren? Nein, ich lass es. Lass uns gehen, jetzt sofort. Komm, wir gehen zu dem Haus. Wir gingen schweigend über den Strand. Lay führte uns über die Treppe, die Düne hinauf und dann über einen Trampelpfad durch hohe Gräser. Wir liefen weiter, bis wir zu den Holztor gelangten. Dann da ragte ein wunderschönes Haus auf das aus was das auf einen französischen Film der 50er Jahre zu stammen schien. Das Haus schien seit mehreren Jahren nicht mehr bewohnt zu sein. Die Natur hatte von ihrem Besitz ergriffen. Efeu wuchs die Hauswand hinauf und schlängelte sich um die Fensterläden. Das Haus hatte ein schmiedeeisernes Tor und auf unserer ersten Etage einen kleinen Balkon, der zu einem der Schlafzimmer gehören musste. Wow, Lay, das ist wunderschön. Wie hast du das Haus nur gefunden? Ich hatte wirklich unglaubliches Glück, aber gut, es gibt auch noch viel zu tun. Wir gingen hinein. Das untere Haus war groß, leer und die Boden. Der untere Raum. Der untere Raum war groß, leer und die Boden fließen zum Teil kaputt. Wir besichtigten die einzelnen Zimmer des Hauses. Vor einer Tür auf der ersten Etage blieb Rosa stehen. Wahrscheinlich hätte dieses Zimmer. Ich sah zu Lay. Er wirkte besorgt. Ich warte am Strand auf euch. Ich ging die Treppe hinunter und denselben Weg zurück, den wir gekommen waren. Als ich am Strand ankam, zog ich meine Schuhe und Strümpfe aus und lief durch einen warmen Sand am. Was? Warte, warte, was? Wieso hat er die Socken an? Man sieht doch, dass zu den Outfit überhaupt keine Socken dabei waren. und lief durch den warmen Sand am Meer entlang, bis die beiden wieder auftauchten. Ey, so voll die deutsche Kartoffel, Strümpfe und Sand da. Nach etwa einer halben Stunde sah ich sie von weitem nachkommen. Entschuldige, dass wir dich haben warten lassen. Nein, kein Problem. Alles in Ordnung? Ja, sollen wir vielleicht einen Donut essen und eine Limo trinken gehen? Gute Idee, lass uns gehen. Gut, dann mache ich hier vielleicht jetzt nochmal einen Cut und dann sehen wir uns noch in den letzten Part. Tschüss.